Ja, hallo erstmal. Hallo. Oh, müsst ihr eigentlich überall mich nerven, Alter. Komm, 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 komm. Lag einmal den nehmen und du bist tot. Tschüss. Tja, das hast du davon. Ach, ist das aufregend, ey. Neuer Tempel. Wir zücken gleich wieder unsere Feenmaske. Und unsere Pfeile. Wir hätten uns noch Bomben holen sollen. Oder? Oder bekommen wir die in diesem Part? Weiß ich gar nicht. Also hier ist keine Maske. Keine Fee. Nein, gut. Aber hier. Da unten ist auch schon eine. Guck mal. Warte, 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 warte. Hier unten ist auch schon eine. Bam! Oh. Hä? Warum nicht? Gut, das ist jetzt nicht, wenn ich hier meine ganzen Pfeile verschwende, aber hä? Taya? Auf rutschigen Stellen wie dieser empfiehlt es sich, den Pfad in Goronenform entlang zu rollen. Versuch's doch mal. Du, das hatte ich auch gerade vor. Schlau, ey. So, ich muss mich noch richtig positionieren. So. Bam. Und jetzt nehmen wir ein bisschen Anlauf. Oh, oh, ich bin ein bisschen schräg gestartet. Aber jetzt geht er dann ab hier. Bam. Zack. Und spätestens das hätte man Aufprall gehindert. Gehindert. Gelindert, wollte ich sagen. So. Zack. Da haben wir schon mal eine Fee, die sich befreien lassen tut. Die andere lässt sich ja irgendwie nicht befreien. Oder will sich einfach nicht befreien lassen. Hallo. Bam. Guck mal hier, Spiel mit dem Eis. Kennst du das? Oh oh. Der ist aber ein bisschen hartnäckiger als Eis. Ich würde gerne auch diese eine Fee jetzt mitnehmen. Danke, danke. Also Fee, lass dich aus deiner Blase befreien. Ja, komm hoch. Komm hoch, jawohl. So, das war's. Hier drin gibt's keine Masken mehr, aber hier drinnen gibt es auf jeden Fall noch Kisten. So. Und hier sind wir jetzt im großen Zentralraum, nenne ich das. Guckt euch das an, Alter. 4 Etagen. Und diese Säule in der Mitte, das ist unser Fahrstuhl sozusagen. Da oben müssen wir hin. Ja, dann, viel Spaß wünsche ich euch. Jetzt gehen wir erstmal nach ganz unten. Denn da gibt es erstens mal eine Kiste. Und zweitens auch so ein Kontrolldingsbums-Punkt. Oder wir machen was ganz anderes. Wir machen das hier erstmal so und so, weißt du, so und so. Guck mal, was hier drin ist. Gut, schon geklärt. Hat sich schon geklärt. Gut, wir wissen, was hier ist. Gehen wir ab nach unten. Achtung! Aber der Gorone kann ins Feuer gehen, Alter. Heftig. Oh, oh. Schnell, oh, oh, oh. Schnell. Die Kiste geschnappt. Aua. Boah, Alter. Ach, du, da ist nur eine Fee drin. Gut, was heißt nur eine Fee, ne? Besser eine Fee im Bett als eine Schummel, als ein Schummel auf dem Dach, ne? Oder wie ging das? Ah, eine Fee. So, sonst gibt's hier, glaube ich... Oh, Alter. So, aber da können wir nur hoch. Guck mal, was es hier gab. Hier gab es auch irgendwas, bin ich der Meinung. Okay, aber... Hier ist nur, falls wir irgendwie mal runterfallen sollten, dann können wir hier hoch mit der Dekoblume, mit der goldenen Dekoblume. Dafür haben wir aber noch nicht die Feuerpfeile. Die kriegen wir auch, glaube ich. In diesem Tempel. Wir kriegen richtig viel. Fällt mir nur so auf gerade. Zack, zack, zack. Und auch wie eben. Dämmerwald-Tempel gibt es solche 180-Grad-Treppen. Ja, wie gesagt, wir gehen jetzt erstmal da hinten rein in diesen goldenen Raum. Wird, glaube ich, das Beste sein. Zack, check, 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 check. Alter, dass er immer da so aggressiv werden muss.
Jawohl, hier sind wir doch genau richtig. Holen wir uns auch die ersten Schlüssel, wie ich meine. Den wir die beiden Sachen jetzt erstmal rausziehen. Ja, der Gorone, der ist schon praktisch, ey. Und zack. Jetzt geht's hier hinten lang. Ab in die kleine Gruft. Und bäm! Den ersten kleinen Schlüssel. Im Tempel. Von ganz viel. So, jetzt müssen wir den bis da ganz nach hinten schieben. Boah, ist das schwer, Alter. So, das setzen wir da. So, einmal noch darüber schieben. So. Und einmal da rein. Aha! Da oben ist eine Kiste. Können wir damit Link schon hoch? Weiß ich gar nicht. Ich glaube nicht, ne? Oder? Kommt der da hoch? Nein, kommt nicht hoch. Gut, die Kiste müssen wir uns von anders holen. Jetzt haben wir erstmal eine Schlüssel. Und den können wir auch gut gebrauchen, weil wir jetzt nämlich durch die Schlüsseltür gehen. Und zwar hier. Nehmen wir diesen Affen hier. Komm, nochmal. Jetzt will ich dir nochmal richtig auf die Fresse geben. Und tschüss! Mit einem Hieb, ey. So. Guck mal. Als ob wir ihn nicht sehen würden, ey. Gut, dieser Raum ist schon ein bisschen anspruchsvoller. Dann komm mal da hinten vor, komm. Dann hast du es gleich hinter dir. Und der andere, komm, den habe ich da auch schon gehört. Den anderen habe ich da auch schon gehört. Wo ist der denn? Komm mal her hier. Komm mal zu Papa. Hätten wir uns vorher die Bomben holen sollen? Mir scheint so, als ob. Egal, wir gucken jetzt einfach mal. Wir öffnen erstmal diese Kiste hier. Oh, oh, oh. Selbst für den Goron, ey. Kein Problem. Der macht das im Stehen mit einer Hand. Und es ist der Kompass. Erst den Kompass? Okay, den Kompass. Hm. Scheiß mal auf die Karte. Wir haben den Kompass. Ich würde jetzt gerne mal, dass sie freischmelzen. Okay, als allererstes brauchen wir mal hier die Bombenmaske. Wie es aussieht, wo ist sie denn? Da ist sie. Ist hier irgendwo eine Fee drin? Ja, hier ist auch eine Fee drin. Gut, die bekommen wir wahrscheinlich dann durch eine Kiste. Erstmal hier. Bam! Ich will Bomben. Ich brauche Bomben. Ich geb dir Vorfett-Bombe, Junge. Hallo erstmal. Hallo, wie geht's dir denn? Pfeile. Habe ich schon einstecken. So. Da oben. Zack. Zack. Huch. Das hätte aber wehgetan. Oh, wir haben gleich Nacht. Gleich bricht die erste Nacht an. Oh, oh, oh. Hach, was ein Zufall. Was haben wir denn hier drinne? Ah, eine Fee. Glaube ich. Jawohl. Die nächste verirrte Fee. Nummer. Scheiße. Oh nein. Ich bin zu heißer Start. So voll so im Flug, weißt du? So, bitte, hier. Bitte zerstöre dieses Eis. Bam. Wieder zerstört. Und dafür kriegen wir noch 50 Schrubbens. Hui. So, als nächstes dahin. Es verbleiben 60 Stunden. So, dafür nehmen wir unseren Goron. Bam! Und einen weiteren Schlüssel. Danke! So, hier. Gibt es hier noch was Besonderes irgendwie da unten? Was haben wir hier? Wir haben nur Krimskrams, ein Pfeil und noch ein Pfeil, okay. Geht das hier auf in die nächste Schlüsseltür. Durch die nächste Schlüsseltür durch, meine ich. Zack. Ich habe das Gefühl, wir sind eigentlich viel zu schnell. Wir müssen hier eigentlich noch gar nicht hin. Lass mich jetzt mal... Huch.
Glaubst du einfach, du könntest etwas so Großes bewegen, indem du dich einfach draufstellst? Du musst einen Weg finden, es regelrecht in den Boden zu stampfen. Ach, nee. Bam, guck mal hier. Jetzt müssen wir uns, glaube ich, beeilen. Und zwar, Schwupp. Lass mich kurz hier hin. Komm, komm, komm. Trap. Oh. Zap. Oh, oh. Wirklich? Bam! Und gleichzeitig noch die ganzen Viecher getötet, ey. Sag mal, was soll denn das jetzt, ey? Will das Ding mich irgendwie verarschen? Oh, aua, geht da weg. Ich glaube, das Ding will mich irgendwie verarschen, kann das sein? Das Ding hat irgendwas gegen mich. Wofür soll das sonst sein? Wo lasse ich nochmal hier drauf? Oder spielt das Ding jetzt nur Katz und Maus mit mir? Oder was macht das? Hä? Da kapiere ich jetzt nicht. Also auf jeden Fall merke ich gerade, wir sind hier falsch irgendwie so ein bisschen. Oder müssen wir das nach unten? Ach, das müssen wir, glaube ich, nach unten. Hä? Aha, guck dir das an, aber dann, hä? Ne, irgendwie sind wir hier falsch. Nee. Irgendwie sind wir noch an der falschen Stelle. Habe ich so das Gefühl. Hier, fühlt mein Arsch, ey. Ich habe das Gefühl,